Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Benno1940, wir sind wieder bei einem weiteren Teil des Super Nintendo Mini Classic Specials. Das ist Super Mario World und jetzt werden Leute sagen, natürlich gehört das Ding dann auf, das ist ja 100 Kult und überhaupt, das muss jeder haben. Ja, jetzt sag ich aber mal wieder was. Die Laziness von Nintendo, um das gleich mal hier anzusprechen, es gibt... Ich habe es noch nicht gesehen, dass es tatsächlich in Deutschland vertrieben wurde. Da müssen jetzt mal ein bisschen die Super Nintendo Hardcore-Leute mir mal was sagen. Ich habe ein Modul bekommen, was ich weiß, dass es in UK vertrieben wurde. Also es ist die PAL-Version. Da gab es sowohl Super Mario World drauf, als auch Super Mario All-Stars komplett. Das Modul hätte man ja theoretisch für das Ding hier nehmen können, oder? Nur so mal am Rande. Hat man natürlich nicht. Das ist ja nun mal Nintendo. So, ich glaube, zu Super Mario World muss keiner was sagen. Willkommen! Das ist das Dinosaurierland. Und dieses seltsame Land, da fehlt Prinzessin Toadstool schon wieder. Sieht so aus, als wäre Bowser wieder an einem schuld. So. Ach genau, hier ist die Yoshi-Nummer. Ich glaube, hier kommt man. Hallo, ich bin nicht zu Hause, aber du kannst gerne meine Freunde retten, die von Bowser gekidnappt wurden. Mach ich doch, Yoshi, du alte Wurst. Aber sonst, das Ding ist, glaube ich, Jahrhundertkult. Und ich wusste es, dass ich in den ersten Sekunden sterbe. Ich wusste es! So, das ist der gute Spin-Jump. So, wo ist Run? Da ist Run. Ach, das Ding ist einfach nur Kult. Komm, ich bleib mal gleich beim Spin-Jump. Ich mach hier die lutschende Rolle. Komm, gib mir den Pilz. Danke. Ah, komm. Nee, Spin-Jump ist immer das Beste. Das macht man nicht viel falsch. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen, der dieses Ding nicht kennt. Ich glaube, das wurde auch wirklich mit dem Super Nintendo eigentlich hauptsächlich vertrieben. Das hatte auch jeder. Und das ist auch, ich glaube, immer noch eins der besten Jump'n'Runs aller Zeiten. Das ist einfach nur Kult. Schön alles abräumen. Achtung, du kannst einen Gegenstand halten in der Box oben, wenn du Select drückst. Ja, das ist dann halt die Geschichte, wie man mit zwei Items arbeitet. Das werde ich aber wahrscheinlich eh nicht mehr hinkriegen. So. Ja, ich wollte es eigentlich mitnehmen. Aber egal, also kriege ich den extra Pilz vielleicht doch noch. Was erwarte ich denn? Natürlich nicht. Hört ihr auch mal auf, danke. Komm, die Feuerblume. Was mache ich denn hier? Auch. So wie ich mir Zeit lasse, muss ich gleich wahrscheinlich tatsächlich auf die Zeit achten. Das ist übrigens das hier mit den Items. Das heißt, wenn ihr drauf geht, dann kommen gleich die Items runter, die ihr in der Box habt. Aber ich glaube, das muss ich hier keinem erzählen. Das weiß auch jeder. Schon was mit dem gelben Schalter machen. Wahrscheinlich nicht, ne?
Wollen wir uns ein paar Freileben holen. Tja. Egal. Oder? Können wir noch was mit einem Schalter machen. Ja. Haben wir schon den ersten Schalter mal freigelegt. So, jetzt haben wir nämlich da was freigelegt und damit gibt es jetzt auch Blöcke, die vorher unsichtbar waren, sind jetzt sozusagen sichtbar für uns. Theoretisch kann man, glaube ich, jetzt das nochmal besuchen, aber Mario, würdest du mal... Ja, will er mal noch dabei. Ja. Mach's so gut. So, geh mal dahin. Und geh mal dahin. Ich wollte jetzt unbedingt mal was ganz Tolles ausprobieren und natürlich geht's vollkommen nach hinten los. Wie immer, halt. Ne? Expect nothing from Venom. So. Pilz. Yoshi, du alte Wurst. Hurra, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Yoshi. Ich bin dabei, meine Freunde zu retten, die Bowser in ein Ei gefangen hat. So, zack. Da ist genau. Jetzt brauchen wir noch 5 Äpfel. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich steht das da in einem Titzblock, aber das kriegen wir schon hin. So. Glaube ich, nach meiner Meinung, oder? Nein, 5 hat er jetzt. Und tatsächlich mehr? Hm. Ja. Das weiß ich. Dass das hier der Safe-Punkt ist, in Anführungszeichen. Oh, das erste One-Up. Ich glaube, den haben wir, ich glaube, die ganzen Sachen haben wir, glaube ich, durch den Schalter auch, glaube ich, freigelegt. Okay. Egal, dann hauen wir alles rein, was wir hier haben. Ja, doof. Hätte ich vorher nicht anpacken sollen, das wusste ich schon. Aber ich mach's ja trotzdem. Ihr kennt mich ja. Aber es ist und bleibt ein Kulttitel. Da gibt's so keine Frage. Ist auch immer noch einer der besten Mario-Titel aller Zeiten. Da lang. Nein! Nein! Warum wusste ich das wohl? So, wie viel Leben habe ich denn noch? Alle werde ich wahrscheinlich jetzt eh nicht durchspielen. Machen wir nochmal das Leben hier und dann habt ihr auch Menge von dem Titel gesehen. Ich meine, oh, noch gerettet. Geht Gott sei Dank da unten noch. Oder auch nicht. Soll ich mal was ganz Doofes machen? Kann ich nicht. Spin breaken, sag ich mal. Ist vielleicht auch ganz gut so, dass ich das nicht kann. Ah,
Shido, alte Wurst. Komm! Hop on board, sozusagen. So, das gibt's auch. Da ist nix. So, Halbzeit. Auch schön. Ah, sieht das sogar ganz souverän aus. Sagte er und sprang daneben. Wie dem aber auch sei, ich glaube, Super Mario World kennt jeder von euch. Da würde ich sagen, können wir hier mal einen Cut machen. Ich bin euer Mr. Venom 1974, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.